Und damit, KO Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu Inside. Ganz genau. Einem Side-Scroller-Puzzle-Spiel, I don't know. Keine Ahnung, wie genau ich das einordnen soll. Playdead. Das sind die Entwickler von Limbo. Falls ihr das Spiel nicht kennt, ich zeige euch hier mal ganz kurz einen Ausschnitt. Ihr spielt so einen komischen Jungen in einer komplett schwarz-weiß Welt. Sieht mega, mega schön aus. Habe ich noch nie gespielt. Ist aber auch egal. Wir spielen heute Inside. Inside. Dankeschön. Genau, wir sind der kleine Junge hier und naja, wir laufen von links nach rechts. Es hat ein bisschen Little Nightmares Vibes, deswegen kommt das jetzt auch nach Little Nightmares 2. Im Übrigen, wenn dieses Video kommt, ich weiß nicht, wann es kommt, aber auf jeden Fall heute ist der 13.05.2022, 16.01 Uhr. Genau. Wir machen auch Geräusche. Ja, wir sagen, wir laufen einfach mal nach rechts. Ich kenne das Spiel schon bedingt. Wir haben ja den Anfang schon im Halloween-Stream gespielt. Falls ihr den Stream nicht gesehen habt, müsst ihr nicht nachschauen. War ein bisschen cringe, aber ist okay, ist okay. Genau, da haben wir schon mal angefangen, uns ein bisschen vorzuarbeiten. Und ich würde sagen, wir machen heute einfach nochmal von vorne. Genau. Wie ducke ich mich? Gibt's keine Dukte? Ah, okay, ich duck mich automatisch. Perfekt. Weiß ich nicht. Da hinten laufen auch so Leute rum. Ihr seht das so ein bisschen im Übrigen. Das Game, ihr glaubt es nicht, zieht so viel Rechenleistung. Deswegen gibt's das Ganze nur in 2K. Aber das ist okay, also 1440p. Ich bin damit voll cool. Das ist okay. Das ist okay. Genau, wir können hüpfen. Und wir können auch nicht gehört werden. Ja. Ich weiß nicht, ob das gut war. Ich kann die Kamera nicht bewegen, es geht einfach nur von links nach rechts. Genau. Ein bisschen Rätselaspekte gibt es auch. Laufen, 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 laufen. Perfekt. Ich darf nicht zu laut reden. Ich glaube, das Mikrofon ist ein bisschen zu nah, ich weiß es nicht. Genau. Hier zum Beispiel. Wie halte ich Sachen? Ah. Mit X, also auf dem Xbox-Controller mit der linken Taste, kann man Sachen festhalten und diese bewegen. Oh, jetzt hat das geruckelt ein bisschen. So wird das dann, oh, da ist ein Hund, nicht so gut. So wird das dann für uns, einfacher. Genau. Hieran erinnere ich mich auch noch, glaube ich. Ja, doch. Das muss man da rüberschieben, damit man da rüberkommt. Genau. Immer ein paar Sachen erinnere ich mich einfach noch. Zum Festhalten gibt es keine Taste. Okay. Hier ist Wasser. Genau, wir können schwimmen. Nicht unendlich, aber wir können es. Oh Gott, da kommt der Hund. Nee, lauf, lauf, lauf. Bitte. Bitte. Nee, 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 nee. Komm, 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 komm. Ach Gott, ihr glaubt nicht. Das ist so nervenaufreibend. Glaubt es mir oder glaubt es mir nicht? So eine knappe Stelle, da fiebert man immer mit. Geh schnell weiter, bevor der Hund wiederkommt. Okay, jetzt geht's ein bisschen in den Dschungel. Es gibt ja verschiedene Settings. Ich werde jetzt nicht spoilern für die, die einfach neu dabei sind. Aber es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele verschiedene Settings. Und ja, mal gucken. Ich weiß auch jetzt mittlerweile, dass es ein Secret Ending gibt. Frag mich nicht, wie wir das erreichen. Ich habe keine Ahnung. Du guckst du so komisch. Oh, nee, lauf. Ich erinnere mich. Hier runter. Und dann nach links. Boah. Das ist immer so knapp. Also man denkt, es ist knapp, aber es ist gar nicht knapp. Nur man denkt, es ist knapp. Genau. Ja, nach Little Nightmares 2 dachte ich, okay, wie wär's mit nochmal einem Side-Scroller-Horror-Game, was so halb 2D, halb 3D ist? Ist doch bestimmt ganz cool. Ich hab keine Ahnung. Oh, nee. Guten Tag. Da ist eine Wurzel.
Hallo, 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 hallo. Okay. Das sind so Betäubungspfeile. Nee, nicht noch mehr Hunde. Nee. Ist gut, ist doch gut, ist doch gut. Bitte. Bitte Atempause. Also ihr seht schon, es geht direkt episch los. Oh Gott, wir tauchen mal runter. Hier geht's rein. Das ist neu. Das ist zum Beispiel ein Bereich, den kennen wir noch nicht. Hier war Feuer an. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Muss ich da rüber hüpfen? Okay. Ein Glück, dass ich immer Y gedrückt halte, weil ich halt rennen will. Das ist halt so typisch dingsmäßig. So. Was kann ich damit jetzt machen? Hat das irgendeinen höheren Sinn? Geht's nicht weiter? Kann hier nichts mitnehmen. Ist hier hinten noch was? Nee. Das ist seltsam. Geh mal wieder zurück. Geht's hier noch runter? Nein. Ja, und jetzt geht's hier rechts weiter. Weird. Was es damit auf sich hat? Ich habe keine Ahnung. Tauchen? Perfekt. Wir dürfen nicht zu lange unter Wasser bleiben, denn sonst ertrinken wir. Obviously macht das Sinn. So, ich hoffe, es kommen keine Hunde mehr. Kommen nochmal Hunde. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Die Hunde sind schlimm. Die mag ich nicht. Die finde ich nicht sehr sympathisch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, jetzt kommen Schweine. Guten Tag. Sehen ein bisschen... Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder schlafen die oder die sind ein bisschen... down. Ich hoffe, die schlafen bloß. Ach Gott, ja. Hier rüber? Geht ja nur nach rechts weiter, obviously. Ihr müsst gar nichts machen, außer nach links drücken. Ganz easy Gameplay. Und Y vielleicht drücken, beziehungsweise X. Entschuldigung, X. Ja, X zum Rennen. Also, ich bin es halt gewohnt von Mario-Spielen, dass ich X zum Rennen drücke. Hallo? Hallo? Hä? Hä? Okay, für die 100% bin ich mir sicher, sind diese Dinger safe wichtig. Okay, wer ein Foto sieht, was ist auf dem Foto drauf? Das ist wie ein Strauch oder Baum oder so, seltsam. Hä? Okay, ich lasse X ab sofort immer gedrückt, weil man damit Secrets finden kann. Skurril. Vielleicht hätte ich da durch können irgendwie, weiß ich nicht. Vielleicht, nee, ich habe in alle Richtungen probiert, keine Ahnung. Sehr weird auf jeden Fall. Ich lasse X jetzt die ganze Zeit gedrückt beim Spielen. Ich glaube, ist eine gute Idee. Weil, wieso gibt es da solche Secrets? Was verfolgt mich? Ah, ich erinnere mich. Die Engine.
mich hoffentlich nicht angreifen. Kommt mit. Hinten gibt es gratis Pizza. Sprung, Sprung, Sprung. Cap Dive. Bisschen falsch, aber ist okay. Ist okay. Genau, wir müssen die hier so sammeln. Jetzt mal da hoch. Und dann schwinge ich da rein. Genau, genau, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Hier drin muss man dann hier die Tür aufmachen. Genau, genau. Kommen die jetzt nicht rein? Achso. Kommt mit rein. Und... Ne, jetzt muss ich X loslassen. Nein. Hier kann ich auch halten, okay. Genau, 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 genau. Man muss den... Er ist nicht angegangen. Läufst du jetzt auch mal? Ah, okay. Ne, warte mal. Muss da nicht irgendwas passieren? Wollen wir den Hebel probieren? Stimmt. Wie ich mich also 20 Jahre später daran erinnere, was ich machen muss. Wir müssen die Enten hier hinlocken. Komm her, put, put, put. Dann müssen wir volle Kanne zurück racen. Schütteln am besten, wie in Mario Odyssey. Dann geht's schneller. Und dann saugen wir die da ein. Und die schießen uns da oben den Heuballen runter, damit wir weiter können. Ganz genau. Ich würde mein Mikrofon gerne anders machen. Im Übrigen, das ist ja kaputt. Rot, ja. Solche schönen Aufkleberchen. Aufkleberchen. Solche, einfach solche Ringe, die die Distanz überbrücken. Okay. Wahnsinn, wie viel wir nicht gefunden haben beim ersten Mal. Wir haben jetzt schon zwei solche Dinger gefunden. Hier ist wieder so eine gelbe Linie. Immer bei diesen gelben Linien bin ich jetzt sofort gecatcht. Kann da nicht hin. Bei gelben Linien weiß ich jetzt, okay, es führt zu einem Secret. Kann ich hier das einstürzen lassen? Nee. Ich kann ja obviously sonst nichts machen. Hier links. Warte mal, warte mal. Wenn ich das da volle Kanne gegenfahre. Geht die Tür vielleicht auf. Nee, das sieht nämlich so sus aus. Okay. Dann ist da wahrscheinlich doch nichts. Ja, aber die gelbe Linie muss irgendwas... Egal. Nee, nicht egal. Ich will das jetzt wissen. Sicher, dass das hier ist? Was, wenn ich... Das wird wahrscheinlich auch nichts bringen. Nee. Doch, ich kann mich hier halten. Ich kann es rausreißen. Nochmal? Nee. Secret? Confirmed? Ja, also bei diesen gelben Linien immer extremst gut umschauen. Muss ich jetzt nach links oder nach rechts? Da links ist die Linie. Was ist hier rechts? Schauen wir uns einfach beides an. Zuerst nach links. Wieder dieses Ding. Wie viele gibt es davon? Hoch. Yeah. Hier ist wieder nix. Okay. Also, okay, bei gelben Linien immer alles abchecken und zwar 500 Mal. Falls es nochmal Wasser gibt, was es gibt, aber ich will nicht spoilern. Bei Wasser immer nach unten tauchen. Okay, okay. Fand ich jetzt aber gar nicht so einfach, das Rätsel, muss ich sagen. Musste ich doch überlegen. Diese komischen Würmer.
Und nee, immer wenn wir langsam werden, habe ich Angst, dass gleich was kommt. Richtig sumpfiger Modderschlamm. Kann ich hier tauchen? Nee. Mal lieber überprüfen, also come on. Drück immer so schräg nach unten, um zu gucken, ob ich tauchen kann. Und nachher kann ich da wirklich tauchen, dann erschrecke ich mich erstmal. Oh nee. Hallo, nee. Genau, genau. Das läuft jetzt hier gegen. Und jetzt? Ist hier auch noch eine Tür? Ach so. Okay, und da hinten haben wir auch schon dieses große Feature. Wir müssen das Schwein dahin schieben. Genau, genau, genau. Boah, ich erinnere mich nur noch so ganz bisschen. Das ist ein bisschen blöd. Ich dachte, wir ziehen das Schwein direkt dahin. Nee, müssen wir erstmal so einen Wurm rausziehen. Ja, lecker. Guten Appetit für alle, die gerade Abendessen, Mittagessen oder sonst was. Genau, ja, an das erinnere ich mich. Genau, genau. Ja, aber das waren auch Rätsel, die haben mir so gut gefallen, dass ich sie im Kopf gedingst hatte. Muss ich hier machen? Ah, okay, ziehen, nicht schieben. Genau. X drücken und nach unten, damit ihr da wieder wegkommt. Ey, das ist so mega cool. Hier links könnte was sein. Ah, ich dachte schon, jetzt bin ich total gewillt, alles abzusuchen. Und das ist halt ein bisschen blöd. Naja. Hier hinten scheint es weiterzugehen. Tja, liebe Leute, das sehen wir beim nächsten Mal. Wenn euch das Ganze gefallen hat, zeigt das gerne mit einer positiven Wertung. Und Inside auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ciao, ciao, Leute.